und anschließend am Wort Erwin Angerer von der FPÖ. Sammelberichte, nicht nur das Problem, dass sie sehr spät ins Plenum kommen, sondern auch völlig unterschiedliche Materien. Und so ist sehr viel über Pädagogik gesprochen worden jetzt und über die Schulen. Ich möchte aber trotzdem zum Thema Finanzen kommen, weil es ja auch einen Bericht von der Kontrollbank gibt. Vorher aber vielleicht noch, was auch die Finanzen betrifft, das Thema neue Mittelschule, was noch die Schulen betrifft. Was für mich nicht ganz klar ist, die neue Mittelschule pro Schüler 7.500 Euro, 6.700 in der Hauptschule und 4.800 in der Unterstufe im Gymnasium. Und trotzdem, dass man so viel Geld in dieses System pumpt, die PISA-Studien zeigen uns, das Ergebnis ist immer schlechter. Vielleicht kann mir einer der Pädagogen oder Pädagoginnen erklären, warum man hier an diesem System der neuen Mittelschule einfach starr festhält. Aber vielleicht zur Kontrollbank. Wir haben hier einen Zeitungsbericht aus dem Jahr 2013 und genau 31.01.2013, also auf den Tag genau vor 4 Jahren. Und das passt gut zusammen mit der Ankündigungspolitik, von der wir heute sehr viel gehört haben, was jetzt alles neu wird und umgesetzt wird. Damals die Kontrollbank geprüft worden, also die Haftungen, die der Bund übernimmt für Exportfinanzierungen. Der Staat verschiebt Milliardenrisiken in die Zukunft. Es gibt jetzt 4 Jahre später einen Follow-up-Bericht und der Follow-up-Bericht zeigt uns, dass alle vollmundigen Versprechungen des Finanzministeriums nicht eingehalten wurden. Also wir haben damals ein Volumen von 13,5 Milliarden an Haftungen gehabt, die großteils mit Schweizer Franken Krediten finanziert wurden und ein entsprechendes Risiko auch hatten. Das Finanzministerium hat dann im Rechnungshof oder den Rechnungshof in Aussicht gestellt, man wird versuchen, dieses 13-Milliarden-Paket zu reduzieren auf 10 Milliarden. Das Gegenteil war der Fall. Und sogar der Herr Finanzminister Schelling, der zu dem Zeitpunkt, wie er hier in die Regierung gekommen ist, noch die kleinen Häuselbauer kritisiert hat mit ihren Frankenkrediten, hat mit diesen Frankenkrediten weitergezockt und hat diese Summe auf 18,5 Milliarden erhöht. Allein im Zeitraum 2014 bis 2015, also innerhalb eines halben Jahres, ist das Risiko von auf 5,8 Milliarden, also um 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Also frage ich mich schon, was hier im Finanzministerium gemacht wird, warum man hier völlig gegen die Empfehlungen des Rechnungshofes arbeitet und hier diese Risiken weiter in Kauf nimmt. Und das Problematische, was ich noch an dieser Sache sehe, wenn jetzt Verluste entstehen, und es sind Verluste entstanden, und damals hat es die Presse hochgerechnet, also im Jahr 2013, sind Verluste entstanden von 1,9 Milliarden Euro. Diese Verluste werden aber in Form einer sogenannten Überbindung auf die Zukunft verschoben. Das heißt, man hofft einfach, dass sich die Kurse wieder entsprechend entwickeln, so ähnlich wie im Casino. Man spielt weiter und hofft, dass man irgendwann einmal gewinnt und dann diese Verluste abgedeckt werden. Das natürlich rein aus budgetschönenden Überlegungen, weil man sonst diese Verluste natürlich budgetmäßig abdecken müsste. Und wenn ich mir das heute anschaue, bei den 18,5 Milliarden, dann ist dieses Risiko, wenn man die gleiche Berechnungsmethode anlegt, über 2,4 Milliarden Euro, die hier an Verlusten offensichtlich schon entstanden sind. Also hier ist wohl wirklich die Frage, was ist mit der Ankündigungspolitik, die uns der Herr Finanzminister seit Jahren erklärt hier. Wir haben kein kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem und er selber die Ausgaben in die Höhe schraubt und hier zockt. Danke. Erwin Angerer von der FPÖ äußerte sich gestern kritisch zur neuen Mittelschule, bei der der Rechnungshof Einsparungspotenzial sieht. Nächste Rednerin.